Ich habe das erste magische Item gecraftet. Oh, guck mal, Dena. Ich kann dich durchs Taumeter sehen. Was bedeutet das? Guck mal hier. Warte, ich crafte gerade was. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Neuland. Und Dena putzt sich gerade die Nase. Er ist ein bisschen erkältet. Hallo, Dena. Hallo, meine lieben Jungs. Hallo. Alter, die letzte Folge, Leute. Ich weiß nicht, wenn ihr die bei Dena gesehen habt. Falls nicht, dann schaut euch irgendwie an. Ich bin komplett ausgerastet. Es liegt einfach daran, dass ich in der vorletzten Folge, wisst ihr ja vielleicht noch, das Pilzbiom gefunden habe mit den Kühen. Und ich habe in Denas Folge diesen ganzen Weg von da hinten bis hier beide Kühe parallel, gleichzeitig rübergeholt. Und es war... Beides. Das war die Hölle. Es war die Hölle. Und ich bin... Und dann bin ich auf die Kuh raufgesprungen, hab sie getötet. Nee, wenn du eine von den Kühen tötest, Junge, wirklich. Warte, ich... Komm erstmal her, Kuh. Ihr macht jetzt ein Baby. So, und ihr beide macht ein Baby. Nee, ich nicht. So, komm raus, Dena. Tschüss, Freunde. So, du kannst immer deine Schüsseln auffüllen. Wir haben unendlich Essen jetzt. Ich weiß. Oh, wie tschüss. Schmecker, schmecker. Leute, ich bin echt komplett am Arsch, aber wir haben es geschafft. So, und wir haben jetzt Bücher. Jetzt geht es los. Ich habe auch noch Bücher. Ich habe 18 Bücher, Simon. Sehr gut, sehr gut. Ich habe auch ganz viele Bücher. Hier, schau, überall, richtiger Bücherwurm. Mal hier ein paar Sachen weg. Okay, also, oh. Tolle Bücher, oder? Ja, sehr, sehr gut. Hast du gar nicht gelesen. Das ist so wie Leute, die unter das Video schreiben, gutes Video, obwohl sie es noch gar nicht komplett gesehen haben. Das können sie gar nicht wissen, Simon. Wie macht man nochmal... ein schlechtes Vorbild. Wie macht man nochmal diese Bücherregale mit Holz und Büchern? Ja, du packst einfach Holz unten eine Reihe, dann packst du in die Mitte Bücher eine Reihe und dann packst du oben Holz eine Reihe. Boah, Dena, du bist verdammt intelligent. So, dieses Bücherregal hier, ja, kombiniert mit... So einem Stab? Ja, den haben wir doch irgendwo schon, oder? Ich hab den schon gebaut. Er ist irgendwie weg. Nee. Ich hab den Zahn. Doch, bitte lass mich das machen. Entschuldigung. Ja, nimm den da. Du hast jetzt gemacht. Mein Inventar ist voll. Oh. Hier, nimm das. Ich möchte mir selber eins machen. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit da. Hier ist der Stab. Haben wir beide eins. Wir brauchen eh beide eins. Oh, da stehen Sachen drin, mein Lieber. Hei, 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 hei. So. So, jetzt haben wir beide das Buch und jetzt gucken wir mal, womit wir am besten anfangen. Ja, hier oben würde ich jetzt einfach mal diese, ich würde hier einfach oben diese Magie-Ecke hinbauen. Jetzt gucken wir erstmal, womit fangen wir denn ganz normal an. Ores, oh, hier steht so viel drin, Leute, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Workbench Shapeless. Haben wir gar kein Eisen mehr? Okay, doch, wir haben noch Eisen. Ich hab das Eisen hier. 7 Eisen. Du hast in deinem Inventar ganz viel Eisen. Ah ja, danke dir. Was haben wir? Research. Ich wollte mir nämlich jetzt auch diese Eisenhose machen, die sind in der Mode, habe ich gehört. Okay. Knowledge Fragment, okay. Ich weiß gar nicht genau, wie ich jetzt hier, mit was ich am besten anfange. Da steht so viel Text, Leute, das ist mir schon wieder zu viel. Mein Gehirn. Workbench. Greatwood Planks. Greatwood Log. Silverwood Planks. These rare magic trees. Ich würde gerne so langsam, ich versuche mal irgendwie... Wo wollen wir den Lagerraum haben? Silverwood. Einfach nur, damit wir langsam mal was in ordnen, weil sonst kommen wir komplett durcheinander, glaube ich. Den Lagerraum würde ich auf jeden Fall hier vielleicht... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will oben nicht den Lagerraum machen, weil oben ist doof, wenn man immer hoch muss. Das heißt eher unten. Und machen wir einen Keller. Hebt einen Keller aus. Okay. Das wäre, glaube ich, gut. Okay, wahrscheinlich hebe ich einen Keller aus. So. Was gibt's denn hier noch? Aha. Enchantments. The Patch. Ich bin produktiv, ich bin die Dena. Hier stehen so Infos drin. Über verschiedene Dinge, aber wie? Advanced Note Tapping, Taking It All. Aber wie fange ich jetzt an? Aura and Notes. Aura ist Field Magical Energy. The Taumeter, bla 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 bla.
Aber wie fange ich jetzt an damit dem ganzen, Leute? Research Expertise. Knowledge Power Research. Ah! Das Taubometer, das müssen wir machen. Okay, ein Taubometer machen wir, indem wir Gold, ein Glas und Shards. Das habe ich alles, glaube ich, schon gesammelt. Gold. Also haben wir auf jeden Fall Shards hier, Air Shards. Haben wir schon mal draußen eine Kiste, dann könnten wir so eine Kiste draußen machen, wo die ganzen Sachen hinkommen. Wo haben wir Sand oder Glas? Hier ist Sand. Haben wir noch ein bisschen Glas irgendwo? Ich weiß nicht, ob wir schon geschmolzen haben. Ah, klar, auf jeden Fall hatten wir schon ein bisschen was geschmolzen. Also vielleicht ist noch in einem Ofen was drin. Ich würde hier draußen mal gerne eine Kiste machen. Hast du noch Kisten zufällig im Inventar-Dings drin? Nee, aber mach dir einfach Holz. Also nimm doch einfach Holz und dann... Okay. Haben wir irgendwo Gold? Guck mal mit, halt mal mit die Augen offen, ja? Da haben wir Gold. Ja, okay, wir haben alles. Ich habe alles. Schon gut. So, wir brauchen also... nochmal kurz reingucken. Wir brauchen also ein Glas, zwei Shards und zwei Gold. Ein Glas. Mach ich erstmal Kisten. Zwei Shards. Und zwei Gold. Das ist das Taumeter. Ich habe das erste magische Item gecraftet. Oh, guck mal, Dena. Ich kann nicht durchs Taumeter sehen. Was bedeutet das? Guck mal hier. Warte, ich crafte gerade was. Hallo, Dena. So, jetzt habe ich genug gecraftet. Nein, noch nicht ganz. Warte, jetzt habe ich genug gecraftet. Jetzt gucke ich. Hä? Ach, ich heiß bei dir gar nicht. Ich heiß bei dir gar nicht so hoch, ne? Nee, bei aber mir ist es einfach nur so in der Hand. Ja, aber guck mal hier. Das sieht lustig aus, wenn du da durchguckst. Okay, mal schauen. Und... Ist cool, ne? Ja, und was bringt mir das? Dann weiß ich, was es ist, oder wie? Nee, da kann ich jetzt weiter dran arbeiten. Gib mal, ich erforsche weiter die Magie. Aber ich sehe jetzt schon, was ist. Das ist eine Leather. Ja. Das ist Spruce Wood. Das ist ein Ungespiel. Ja, steht auch da dran, wenn du einfach ohne drauf guckst. Ja, ich weiß, aber so ist cooler. Oh, guck mal, das ist sogar so... Du kannst so rechts, links so, und das ist dann so ein bisschen so bewegt. Das rollt sich um die eigene Achse. Ich habe mir ein neues gecraftet. Noch eins? Ja. Gehört das dann mir? Ja, kannst du behalten. Ein Schutzamulett. Ich habe keine Lust, so lange zu warten. Danke dir. Das so. Dann müssen wir eine Glasfiole, Feather und... Simon? Ja? Ich kann dich noch nicht verstehen. Hier steht, you do not have all the knowledge required to understand this. Okay. Ich kann dich aber noch nicht verstehen, leider. Das Holz kann ich auch nicht verstehen. Ich bin dumm. Ich bin dumm wie Brot, stell mich in die Ecke. Knowledge Fragments, Tom. Aspect of Magic. Okay. Ah, Leute, ey. You will not be able to act same all objects since you have... Ach so, da drin steht dann immer, was für Elemente drin sind. Okay. Scripting Tools. Workbench. Okay. Schwarzer Farbstoff. Wie können wir das alles bauen? Eine Glasfiole. Drei Glas und einmal Clay. Clay haben wir noch nicht, aber Clay ist auf jeden Fall in unserem Teich drin, soweit ich das weiß. Okay, wir da. Baby, hast du das gemacht? Nase wieder geputzt? Ich habe mich kurz in die Ecke gestellt, weil ich mich geschämt habe für meine Dummheit. Weil da stand, du bist dumm. Da stand, you don't not have knowledge. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal Clay abgebaut. Wir haben guck mal, was ich machen kann. Wie, was denn? Tetris spielen. Guck mal, das ist ein Tetris-Block, den ich gerade hingesetzt habe. Ach, den. Hä? Ich bin, Ich bin begeistert. Was? Du bist. Ich fand es schön. Richtiger Tetris-Spieler. So. Wir machen jetzt erstmal jetzt hier so ein Research-Ding. Also. Hier, komm mal raus. Ja, warte. Ich will dir was zeigen. Oh, ich will doch ein bisschen weiterkommen. Guck mal, Tetris, pass auf. Tetris. Wie machst du das? Mit was für ein Ding? Ja, jetzt bist du interessiert, aber sag ich nicht. Okay. Geh's baden, tschüss. So, wie wär's, wenn du die Kürbisse anpflanzt oder so? Ah, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch, für Laternen. Aber eigentlich brauchen wir es nicht, weil wir haben echt unendlich Essen durch die Pilzkühe. Willst du den Keller nicht machen? Ne, mach den Keller. Nicht tausend Sachen auf einmal machen, mach den Keller. Wollte ich ja machen, aber dann... Hast du dann plötzlich Tetris? Dann musste ich mir aus Eisen, musste ich mir eine Schaufel craften. Dann habe ich gemerkt, mein Inventar ist voll. Dann habe ich gemerkt, die Kisten sind voll. Dann dachte ich mir, okay, mach ich erstmal Kisten, um das alles zu machen. Und dann hast du mir irgendeine Zusatzaufgabe gegeben. Dann hast du mir das gezeigt, dann war ich abgelenkt.
Ja, das war die Geschichte. Den da kann man leicht ablenken, wie man sieht. Ja. Hä, wie macht man das jetzt? 8 Kisten gemacht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zu dumm für diese ganzen Dinge hier. Eine Glasbottle? Nee. Ach, man kann auch einfach eine ganz normale Glasbottle nehmen. Man muss gar keine Glasfiole nehmen. Aber Fiole kriegt man 8 Stück von. Ich mach mal einfach eine Glasfiole. Ja, auf jeden Fall alles, was mit Essen und so weiter zu tun hat, jetzt hier draußen in die Kiste getan. Wir können das dann hier anpflanzen. Ich habe auch Netherwarzen, aber die kann man nur im Dunkeln anpflanzen, ne? Federn haben wir nicht. Haben wir Federn? Nein, also ich habe noch keine. Wir haben auch keine Hühner. Haben wir keine einzige Feder? Nee. Och Gott. So, du kannst Hühner holen. Hä? Aber ja, ich hab doch gerade... In deiner nächsten Folge, sag ich dir das. Boah, ja. Fiesling. Wer, was brauchen wir noch? Und so schwarze Sachen färben. Ja, Hühner brauchen wir jetzt, okay. Und wir brauchen Kisten, deswegen mache ich Kisten. deswegen mache ich jetzt den Keller. Das ist auch sehr wichtig, Simon. Ja. So. Hast du eine Schaufel erstmal? Oh Leute, ich bin in echt ein bisschen zu dumm für solche ganzen Sachen, die man lesen muss. Das wird schwer. Mein Gehirn funktioniert nicht so gut. So. Wir müssen auf jeden Fall oben noch ein bisschen Platz schaffen und ein Haus da oben noch fertig bauen, damit wir da oben schön... Ah, ich freue mich schon, wenn ihr da so Hühner holt. Wieso? Weil du endlich auch mal was machst. Auch was? Auch mal was holst. Ich habe die ganze Tiere geholt. Das ist fies, Simon. Du musst 2 Hühner holen, ne? 2. Ja, ja. Stimmt. Ich mache jetzt erstmal Treppen. Das ist auch schon mal genug Arbeit. Ich kümmere mich darum, dass es uns allen besser geht. Das ist für die Allgemeinheit. Mhm. Ja? Ja, ja. Okay. So. Damit du auch nicht mehr so lange suchen musst, damit du Zeit sparst. Weil Zeit ist wichtig, Simon, damit du die Zeit nutzen kannst, um lesen zu lernen zum Beispiel. Das stimmt, das stimmt. Nur als Beispiel. Ich muss unbedingt mal lesen lernen. Ja, wusste ich doch. Deswegen bringe ich dir das ja bei. So. Was ich gerne machen würde, wäre noch endlich mal hier oben auch noch ein Dach drüber. Oh, hast du gerade geportet? Ja. Ja. Gedacht, es wäre ein Enderman oder so hier. Geht auch keine Treppe. Treppe baue ich nur für Opfer wie dich. So. So. Die Frage. Was? Ist, wie weit ich das noch runterbaue? Ich baue das noch da, wo die Kiste ist. Dann noch 1, 2, 3. Dann noch 3 runter. Okay. Da, wo die Kiste ist, dann noch einer. Und 2. Oh, der hier noch. Alles klar. Sehr gut. Und dann wird das hier alles schön ausgebaut. Sehr gut, sehr gut. So, wir haben jetzt auch mal endlich mal ein Dach über dem Kopf. Ja. Das ist voll nervig, jetzt habe ich mich zu hoch geportet. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt machen wir hier die Stämme so hin. Aber wir brauchen viel mehr Stämme noch. Dann geht das Haus nämlich hier zu. 1, 2, 3, 4, 5. So, es geht jetzt ab in den Keller und der Keller geht ab. Und ich das wird glaube ich echt cool. Das Haus wird glaube ich echt cool. Es wird oben ein bisschen schmaler, so das ich glaube, es wird echt cool. Ja. Und dann haben wir einen schönen Keller, wo alles drin ist und so weiter. Sehr, sehr gut. Was für ein Boden soll der Keller sein? Ich bin dafür, dass der aus Holz ist und dass die Wände aus Cobblestone sind. Nicht Stein, sondern Cobblestone. Ich finde das immer schön, wenn das beim Keller so ist. Ja, finde ich auch gut. Super. Dann mache ich das so. Sehr gut. Das sehen wir bei der nächsten Folge von Dena, dann, wenn er seinen Keller baut. Ich hoffe, wir finden... Oh, es ist schon wieder so ein großer Baum. Ich habe sogar Marble unter unserem Haus gefunden. Ich hoffe, wir... Ja, das ist cool. Ich hoffe, wir finden bald endlich mal Federn, damit ich weiterkommen kann mit dem Soundcraft, damit ich dann endlich irgendwann mal auch einen richtig schönen Zauberstab habe. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was abgeht und wie es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Folge. Okay, Dena. Gut. Du bist wieder dran, nämlich morgen. Seht's bei Dena weiter. Haut rein, Leute. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.